Kreuzfahrtsangedrehung. War nicht vorhergesehen. Ich hol schnell was. Puh, okay. Ich habe Stift. So. Also, ihr seht jetzt gleich ein kleines Horror-Let's Play. Das ist mein erstes Video. Das ist mein improvisiertes Intro. Und ja, habt Nachsicht. Wie gesagt, mein erstes Spiel, das ich jemals aufgenommen habe. Und man übersieht sehr viel, gerade wenn man selbst spielt. Auf jeden Fall schaut es sich an. Das Spiel lohnt sich. 4 Euro aktuell, nicht einmal weniger wie 4 Euro aktuell. Kann man sich gönnen. Also dann viel Spaß beim Ansehen. So, okay. Das ist jetzt Cobalt Chapter 1. Das ist jetzt sozusagen meine zweite VR-Horror-Experience. Ich werde das Ganze auch einfach mal wieder aufnehmen. Vielleicht interessiert es ja jemanden oder möchte mal reinschauen. Ja, ich bin gespannt und starte jetzt einfach mal blind ins Spiel. Okay, ich sehe schon mal, ich habe eine Tasche. Kann ich Sachen reinpacken? Ich habe eine Taschenlampe. Die kann ich nicht ein- oder ausschalten. So, hier haben wir ein paar Sets. Hier haben wir ein paar Settings. Schauen wir mal kurz. Okay, das ist mal viel angenehmer. Ich kann mich mit meinem rechten Controller, ich weiß nicht, mit dem Touchpad, kann ich mich drehen. Viel angenehmer. So wickelt man sich nicht permanent irgendwo ein. Gut, dann schauen wir mal Kaffeequalität hoch. Da würde ich doch gerne auf. Gute Frage, wie kann ich es umstellen? Was ist remote? The table to change the settings. Okay, remote. Haben wir hier remote. Das würde ich doch gerne mal ausprobieren. Okay, nee, das ist nicht so meins. Aber ich müsste halt ausprobieren, ob jetzt dieses Step was das macht. Ah, okay, ich drehe mich dann in so einem größeren Schritt sozusagen, wenn ich im Kopf drehe. Aber es ist nicht so meins. Also das mit der Fernbedienung ist schon mal geil. Mal was Comfort ist. Ah nee, das ist gar nicht so meins, dieses Switchen. Da mache ich dann lieber das Snap. Also ich kann mich natürlich jetzt jederzeit so drehen, aber ja, komm. Ey, das hat mich jetzt echt erwischt. Ja, love you too. Ja, ich bin immer noch in Deutschland. Und ich glaube, ich komme hier auch nicht raus. Gut, schauen wir hier, was wir noch hier haben. To get into the house. I just made it to the second floor because there was a crazy man showed up. He's carrying an axe and talking to himself. I don't know if this guy was on drugs or something or just crazy, but he drawed stuff on the walls and yeah. So I heard noises from up the attic. I tried to get in there, but it was locked. So,
I heard noises from up there. I don't know if people live there or something like that, but dude, if you try to get into this house, don't say I didn't warn you. Yeah. Let me know if you receive the message and take care. Bye. Okay, also das Spiel baut schon mal übelst die Spannung auf. Das wäre jetzt cool, wenn ich das Licht noch ausschalten könnte. Okay, anscheinend sind hier so Ziele. Der Keton Attic. Okay, hat sich schon mal Notizen gemacht. Gut, ja, ich gehe da mal. Okay, hoch können wir nicht. Ja, dann mal. Gehen wir einfach mal da rein. Es ist erstmal sehr laut. Ja, Motor ausmachen ist wohl nicht so bei mir. Okay, vielleicht sollte ich mich auf die Hauptsachen konzentrieren und nicht alles über jeden Grund abziehen. Besser wie immer, deutscher Sommer. Okay, anscheinend muss ich einbrechen. Hallo? Nein. Oh Gott sei Dank. Komm noch raus. Ich dachte schon. Okay, also Licht. Wir haben Licht. Und eine Kamera. Das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Wir hatten Licht. Da, jetzt habe ich Gänsehaut. Geht immer noch auf. Das war die. Kann ich nichts sehen. Das war der Eimer, der gerade so einen Lärm gemacht hat. Ich habe hier eine Tasche. Ich wollte mir eigentlich Kaffee mitnehmen, aber. Das Spiel sagt einfach so, nö, kein Kaffee für dich. Boah, diese Geräusche. Du meinst, es ist direkt unter dir die Tür wieder aufgegangen. Maybe I should check the door below. Okay, die ist zu. Das heißt, wieder runter.